Erste Nacht im Mönkebude, gut geschlafen heute, also besser als die anderen Tage zuvor, Gott sei Dank. Zwar mit Schmerzmittel, aber wenigstens haben sie geholfen. Ja, ich bin heute schon gut zu Gange, also ich war schon duschen hier und habe Wasser aufgefüllt und deswegen ist das alles auch spät geworden, mit dem Hund Gassi gegangen und dann war ich bezahlen im Büro vorne. Also ich bin so gerne in Mönkebude. Es ist so herrlich ruhig hier, ja? Und wenn man abschalten will, dann ist das der richtige Ort. Ich liebe einfach diesen Stellplatz hier. Und heute, wo ich duschen war, also ich war auch wirklich angenehm überrascht. Also alles sauber, ordentlich, gut gepflegt und bieten die hier an. Wer macht das im Winter? Das machen gar nicht so viele. Und der Platz kostet 16 Euro inklusive Strom, inklusive Duschen und alles mit Benutzung. Also gut, man zahlt 1 Euro für die Dusche, aber ansonsten wirklich, also muss man wirklich sagen, alles super sauber auch und gepflegt. Ich mag einfach diesen Stellplatz. Also ein großes Lob an die Gemeinde hier in Mönkebude, das machen die echt toll.
Ja, hier ist der Versorgungsplatz. Hier ist Abwasser. Da hinten ist Müll. Und ja, im Sommer ist dann hier Wasserversorgung. Aber ich habe gerade mich wieder mit Frischwasser versorgt. Denn hier im Häuschen hinten ist eine Dusche und Toiletten. Hier sind die Toiletten. Alles super ordentlich und sauber. So, hier nebendran ist die Dusche. 1 Euro für 4 Minuten. Heizung ist auch hier. Und alles ordentlich und sauber. Das Einzige, was fehlt, ist so ein Abzieher. Hier habe ich gerade schön geduscht. Und hier ist auch ein Spülbecken. Alles vorhanden, was man braucht. Und auch sehr ordentlich und sauber. Ja, und hier stehen heute die Möwen auf dem Wasser. Weil es ist nämlich alles zugefroren. Jetzt lasse ich es mir schmecken. Also, bis dann. Tschüss. Hallo, liebe Videofreunde, jetzt wollte ich mich doch noch mal melden. Ich bin nämlich ziemlich zügig dann aus Mönckebude weg. Ich habe mir das einfach ganz spontan überlegt. Eigentlich wollte ich noch einen Tag länger bleiben oder zwei. Aber leider wurde das Wetter dann schlechter und das war dann doch ein bisschen einsam da. Und ja, ich war auch echt angeschlagen mit dem Rücken. Also mir ging es nicht so wirklich gut und ja, jetzt bin ich seit 2 Tagen hier bei uns in der Ferienwohnung und wir müssen ja auch noch einiges erledigen. Morgen kommt jetzt Michael hierher nach Albeck und ja, jetzt hatte ich nochmal 2 Tage Zeit, konnte mal ein heißes Bad nehmen und ja, geht mir seit heute etwas besser, Gott sei Dank. Und ja, das ist halt so leidliches Thema, ne? Rückenprobleme. Da hat es mich irgendwie total erwischt damit, leider Gottes. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns noch ein bisschen, vielleicht auch nicht. Dann sage ich aber schon mal tschüss, bis zum nächsten Video. Bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.